So, in diesem Abschnitt geht es jetzt um die Unreinheitsfunktionen, die man benötigt, um heuristisch Entscheidungsbäume zu konstruieren. Wir müssen, während wir die Entscheidungsbäume konstruieren, bei jedem Aufruf der Funktion, der DT-Construct-Funktion, einschätzen, wie unrein ist denn der aktuelle Split der Beispielmenge, der uns vorliegt. Und wenn wir das hier einmal betrachten, wir haben irgendeinen Knoten T, der aktuell während der Konstruktion eines Entscheidungsbaums ein Blattknoten ist, dem ein bestimmter Split der Beispielmenge zugewiesen wurde. Und wir können nun, was die weitere Aufsplittung dieses Knotens anbelangt, wieder verschiedene Kriterien heranziehen. Zum Beispiel, wie groß dt ist. Wenn wir eine bestimmte Anzahl von Beispielen unterschreiten, dann könnte es sein, dass wir nicht mehr genug vom Feature-Raum oder von der Feature-Menge repräsentieren mit diesem Split und demzufolge aufhören sollten, den Entscheidungsbaum weiter zu spezialisieren, indem wir die Pfadlänge noch länger machen. Die Reinheit von D ist ein Kriterium, wie schon gesagt, und die müssen wir irgendwie messen. Beziehungsweise, wir könnten uns auch anschauen, wenn wir splitteten, wie stark wird die zu erwartende Reinheits- oder Unreinheitsreduktion sein. Also das habe ich eben schon gesagt, wenn wir einen bestimmten Threshold, was die Größe des Splits anbelangt von dt, unterschreiten, dann hören wir auf, weiter zu splitten. Natürlich, wenn wir eine Situation vorfinden, in der dt nur Beispiele genau einer Klasse enthält, dann gibt es auch die Größe vollkommen unerheblich, ob es ein großer Split ist oder ein kleiner Split. Wir hören einfach auf, es gibt nichts mehr zu tun. Man muss nicht weitermachen. Und das Wichtigste, wenn wir also einen hinreichend großen Split vorliegen haben und der auch noch unrein ist, dann stellt sich die Frage, welche von möglichen alternativen Aufsplittungen von D ziehen wir denn heran? Und dafür brauchen wir eine sogenannte Unreinheitsreduktion, ein Maß für die Unreinheitsreduktion. Und das ist dann dieses Delta Jota hier. Betrachten wir zwei alternative Beispiele für Splittings hier. Wir haben also eine Ausgangssituation gegeben, ein D, in dem wir Beispiele aus vier Klassen haben, C1 bis C4, gleichen Anteils. Und wir haben jetzt hier auf der linken Seite ein Splitting, bei denen die Klassen C1 und C2 von den Klassen C3 und C4 getrennt werden und auf der rechten Seite ein Splitting, bei denen C3 und C4 voneinander getrennt werden, aber keine von beiden jeweils von C1 und C2. Das heißt, ohne jetzt genaueres anhand der reinen Farbkodierung hier zu sehen, werden einfach C1 und C2 mehr oder weniger zufällig auf diese beiden Splits verteilt. Welches Splitting ist denn das Bessere Ihrer Meinung nach? Ja. Warum? Ja, der Eindruck ist richtig. Die Unreinheit dieses Splittings, wenn man es als Ganzes betrachtet, ist geringer in jedem einzelnen Split. Das Argument bezieht sich aber mehr nur auf eine Gleichgewichtung sozusagen der Wichtigkeit jeder einzelnen Klasse. Wenn wir tatsächlich irgendeine Kostenfunktion ansetzen, dann kann die Entscheidung auch genau andersherum ausfallen. Es könnte nämlich auch sein, dass das Trennen von C3 und C4 besonders wichtig ist und dass diese Trennung frühzeitig zu erzeugen dazu führt, dass dieses Splitting bevorzugt wird und dann man vielleicht noch ein paar Klimmzüge machen muss, um hier dann C1 und C2 von den beiden Klassen zu trennen.
Genau, die Unreinheit ist eine Funktion, die auf der Potenzmenge von D definiert ist. Das heißt, für alle möglichen Teilmengen, die ich über D bilden kann. Ich kann irgendein Splitting irgendwie definieren. Natürlich kann ich das nur anhand der Features, die ich habe, tun. Es kann auch sein, dass ich bestimmte Beispiele auf keinen Fall voneinander trennen kann. Label Noise kommt hier ins Spiel. Das heißt, wenn es so ist, dass hier Beispiele drin sind in so einem Split, die widersprüchlich sind bezüglich des zugewiesenen Labels, dann werde ich die trotz der Tatsache, dass sie widersprüchlich sind, nicht voneinander trennen können, einfach deshalb, weil sie ja dieselben Feature-Ausprägungen haben. Gut, wie kann man jetzt Unreinheit erfassen oder quantifizieren? Dafür brauchen wir eine sogenannte Unreinheitsfunktion und die nennen wir Iota hier. Die Unreinheitsfunktion ist definiert ausgehend von einem k-dimensionalen Vektor. K-dimensionaler Vektor, der im Prinzip diesen Split hier repräsentiert bezüglich aller vorhandenen Klassen, also diesen Split hier, abgebildet auf eine reelle Zahl. Eine Unreinheitsfunktion ist über dem sogenannten K-1 Simplex definiert. Das ist ein mathematisches Konstrukt. Im Allgemeinen handelt es sich dabei einfach um ein Dreieck, das verallgemeinert wird auf beliebige Dimensionalitäten. Das bezeichnet einen Simplex. Der Name Simplex leitet sich davon ab, weil es sich um das einfachst mögliche Polytop handelt in der Topologie. Aber das lassen wir mal an Seite gestellt. Das hier ist ein Zwei-Simplex im dreidimensionalen Raum. Das heißt, wenn wir k verschiedene Klassen haben, dann betrachten wir den K-1-Simplex. Und das wäre jetzt hier zum Beispiel eine Situation, wo bei drei Klassen dies hier eine Klasse ist, dies hier eine Klasse und dies hier eine Klasse. Und wenn ich jetzt einen Knoten habe, bei dem ich aus jeder Klasse gleich viele Beispiele habe in meinem Splitting, dann würde ich einen Punkt hier auf dieser Fläche hier einnehmen. Wenn ich einen Knoten habe, bei dem ich gleich viele Beispiele dieser beiden Klassen habe, aber keins von dieser, dann würde ich wahrscheinlich einen Punkt hier auf dieser Fläche irgendwo sehen. Oder je nachdem, wo Sie einen Punkt platzieren wollen für eine bestimmte Aufteilung der Beispiele, sehen Sie unterschiedliche Anteile hier. Nur, dass Sie sich das bildlich vorstellen können, was das ist. Das Ganze jetzt halt generalisiert auf K-Dimensionen, ist nicht immer visualisierbar natürlich, nur in kleinen Dimensionen können wir uns das anschauen. Das ist also erstmal eine Funktion, die wir aufstellen, die die Unreinheit messen soll. Und wir haben noch drei Forderungen an diese Funktion, drei Anforderungen, die sie erfüllen soll, damit es sich um eine Unreinheitsfunktion, die wir verwenden können, handelt. Die erste Forderung ist, dass der Wert, den wir für die Unreinheit berechnen, am geringsten ist, wann immer ich in einem der Eckpunkte dieses Simplex bin. Das heißt, das hier kodiert ja den Anteil der Beispiele, die zum Beispiel zur Klasse C1 gehören, C1, C2, C3 bis CK. Wenn ich nur Beispiele aus der ersten Klasse habe, dann möchte ich natürlich, dass die Unreinheitsfunktion, also die Funktion, die die Unreinheit eines solchen Splits misst, mir 0 ausgibt, denn es gibt keine Unreinheit. Und das soll natürlich für alle anderen Klassen auch zutreffen. Die zweite Forderung, die wir an solche Funktionen haben, ist, dass sie symmetrisch sind. Das heißt, es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge ich die verschiedenen Klassen betrachte. Das heißt, das hier kann auch C3, das hier kann C5 und so weiter sein, spielt einfach keine Rolle. Ne? Beziehungsweise hier verallgemeinert, das ist dann der jeweilige Anteil der Klassen. Und die dritte Forderung, also das heißt, das haben wir auch bei dem Dreieck, das wir gerade gesehen haben, gesehen, das ist punktsymmetrisch. Und die dritte Forderung ist, dass Jota maximal wird im zentralen Punkt des Dreiecks. Das bedeutet, wenn ich
gleich viele Beispiele aus allen Klassen habe. Wir schauen uns das gleich nochmal an einer Funktion an. Hier machen wir jetzt eine kleine Verallgemeinerung, um die Syntax etwas zu vereinfachen, damit wir nicht immer einen Vektor als Eingabe brauchen. Wir nehmen einfach, wir überladen diese Funktion einfach nochmal und definieren Jota für eine Beispielmenge d, das heißt die Unreinheit einer Beispielmenge d, als die Unreinheit des Vektors der jeweiligen Anteile jeder einzelnen Klasse an dieser Beispielmenge. Und darauf aufbauend dann die Unreinheitsreduktion ist schlicht die Unreinheit von D minus die gewichtete Summe der Unreinheiten jedes Splittings von D. Das heißt, wenn ich ein Splitting vorschlage in M Splits, dann schaue ich mir einfach die Unreinheit jedes einzelnen Splits an, summiere die Unreinheiten gewichtet anhand der jeweiligen Anteile, der Beispiele, die sich im jeweiligen Split befinden und ziehe das Ganze von der Unreinheit der Ausgangsmenge ab. Fragen bis hierhin? Okay, gut. Dann können wir jetzt eine Unreinheitsfunktion auf Basis des Missklassifikationsanteils aufstellen. Wir gucken uns zunächst den einfachen Fall an, zwei Klassenklassifikationen. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir Beispiele nur aus zwei verschiedenen Klassen haben. Und das bedeutet, unsere Beispiele sind im sogenannten 1-Simplex. Das heißt, es handelt sich dabei dann um eine Linie, kein Dreieck mehr. Es ist im Prinzip ein pathologisches Dreieck im Eindimensionalen. Und wir betrachten im Prinzip nur einen Vektor bestehend aus zwei Komponenten hier, nämlich dem Anteil der Beispiele an Klasse 1 und dem Anteil der Beispiele an Klasse 2. Und die Funktion ist definiert als 1 minus dem Maximum des jeweiligen beiden Anteile. Oder anders ausgedrückt, wenn ich nur P1 heranziehe, dann gebe ich den Wert für P1 heraus. Wenn er zwischen 0 und 0,5 liegt, und ansonsten ziehe ich P1 von 1 ab. Das Ganze nochmal verallgemeinert dann für eine gegebene Beispielmenge hier. Sehen Sie hier nochmal 1 minus dem Maximum der jeweiligen Anteile. Die Funktion, wenn man sie plotten möchte, wenn man sich anschauen möchte, sieht dann ungefähr so aus. Auf der x-Achse sehen wir den Anteil von P1 und auf der y-Achse sehen wir dann das berechnete Jota anhand dieser Funktion hier. Und wenn der Anteil von P1 steigt, fällt der Anteil von P2. Das heißt, je mehr ich mich hier befinde, umso größer ist der Anteil von P2. Je mehr ich mich hier befinde, umso größer ist der Anteil von P1. Und wir können jetzt die verschiedenen Eigenschaften der Unreinheitsfunktionen anhand dieser Darstellung schon prüfen. In den Eckpunkten dieses Simplex hier, das heißt, wenn ich eine reine Situation habe, wenn ich nur Beispiele aus Klasse P2 oder nur Beispiele aus Klasse P1 vorfinde, dann ist die Unreinheit 0. Wenn ich, nehmen wir den dritten Fall, wenn ich gleich viele Beispiele aus beiden Klassen erhalte, dann haben wir maximale Unreinheit. Die Unreinheitsfunktion wird nicht größer. Und wir haben eine Symmetrie hier. Das heißt, wir könnten P1 und P2 auch vertauschen. Es würde sich nichts ändern an den Funktionswerten, die wir ausrechnen. Genau, so. Das Ganze lässt sich dann
sehr einfach auf K-Klassen verallgemeinern. Wir haben jetzt nicht nur zwei Klassen, wir haben hier K-Klassen und wir ziehen dann einfach die Klasse mit dem maximalen Anteil von 1 ab oder entsprechend verallgemeinert für eine gegebene Beispielmenge D. Es gibt Probleme mit dieser Unreinheitsfunktion und das soll das Letzte sein, was wir heute besprechen, bevor wir dann beim nächsten Mal weitermachen mit den anderen beiden Unreinheitsfunktionen, die wir uns noch anschauen können. Es gibt Probleme mit dieser Unreinheitsfunktion. Das erste Problem ist, dass sie, wenn man sie dann anwendet, um einen Entscheidungsbaum zu konstruieren, man in eine Situation laufen kann, dass sie einem keine klare Entscheidung liefert. Hier haben wir zwei Splittings gegeben, für die die Unreinheitsfunktion, wenn man die Unreinheitsreduktion im Vergleich von hier zu diesem Splitting ausrechnet oder von hier zu diesem Splitting, in beiden Fällen 0 ist. Das hilft natürlich nicht weiter. Das ist jetzt hier angegeben, ist einfach mal in Zahlen ausgerechnet. Das ist einfach hier hin konstruiert, um zu sehen, dass das auch passieren kann. Wobei natürlich offensichtlich dieses Splitting hier zu bevorzugen ist, weil ich zumindest 50% der Beispiele in diesem Splitting schon herausgezogen habe und perfekt klassifiziere und ich mich dann nur noch um die restlichen 50% der Beispiele hier kümmern muss. Hier ist es natürlich weiter durcheinander und man müsste jetzt noch weitere Features heranziehen. Aber die Unreinheitsfunktion Jota-Missklassifikation hilft uns hier nicht weiter. Das zweite Problem ist, dass die Unreinheitsfunktion generell auch, selbst wenn sie nicht 0 ausrechnet, reine Knoten unterbewertet. Das sehen wir jetzt hier in diesem Beispiel nochmal. Hier wieder eine Situation, wo wir zwar mehr Reinheit in jedem Split erzeugt haben bezüglich der beiden jeweiligen Klassen, aber dieser Split wäre zu bevorzugen, weil wir zumindest ein paar Beispiele herausgezogen haben, für die wir eine definitive Entscheidung treffen können. Jedoch, wie man hier unten dann auch in Zahlen sehen kann, wird das Ganze dann unterbewertet. Vielleicht um die Formel auch nochmal zu erklären hier, wir ziehen also hier von dem 50% Splitting, das heißt dem gleichen Anteil, hier berechnet Jota 0,5 ab. Nochmal das Splitting, das hier, nehmen wir einfach mal an, dass im linken Fall jeweils ein 50-50 Splitting stattfindet, daraus ergeben sich diese 1,5 Werte hier und jeweils kleinere Klasse in dem Fall ein Viertel ist, das heißt dieses hier, ergibt sich dann hier 1,5 mal ein Viertel plus 1,5 mal ein Viertel, ergibt dann ein Viertel. Hier ist es etwas anderes, wir erhalten eine kleinere Klasse hier, die nur ein Viertel der Beispiele ausmacht, das ist jetzt visuell nur dargestellt, das können Sie jetzt nicht nachvollziehen und hier sehen wir, dass in 3/4 der Beispiele dann die unterrepräsentierte Klasse 1/3 ist. 3/4 mal 1/3 plus 1/4 mal 0 ist auch wieder 1/4. Das heißt, dieses durch die Multiplikation mit 0 hier, was ja gemäß der Forderung der der Definition von Unreinheitsfunktionen der Fall sein sollte, durch die Multiplikation mit 0 hier, wird dieser reine Split hat quasi keinen Anteil darauf, oder hat keinen Einfluss darauf, zu entscheiden, dass dieses Splitting hier eigentlich ein besseres wäre. Und demzufolge ist die Unreinheitsreduktion hier entsprechend auch nur 1/4. Genau, ich würde an dieser Stelle aufhören, weil wir jetzt hier noch weitere Nomenklatur einführen müssen und das dauert ein bisschen, bis wir dann beim nächsten Mal noch die zusätzlichen Funktionen lernen, die diese Nomenklatur dann aufnehmen. Aber ich denke, ist ein guter Punkt zu stoppen. Aber Sie können natürlich gerne noch Fragen stellen bis hierhin. Gut. Ich hoffe,